Die Ausstellung unter dem Titel »Der Maler ist im Bild« Matthias Köppel zum 80. Geburtstag, Malerei aus den Jahren 1954 bis 2017, ist bis zum 19.11.2017 zu sehen in der alten Kaserne in der Zitadelle Spandau. Köppel, der Skeptiker, Humorist, Visionär und Kritiker, will seine Umwelt darstellen und, sein großes Talent, Geschichten erzählen. Er erobert die Hauptstadt als Bühne für Liebeserklärungen an den Berliner Himmel, als Folie für hintergründigen Humor und als kontinuierliche Mahnung, wenngleich ohne moralischen Unterton, sondern liebevoll, oft ironisch, manchmal bissig. Er hinterfragt politische, soziale und kulturelle Verhältnisse. Häufig ist der Maler im Bild, das Hintergründige seiner Themen hingegen ist oft verschlüsselt. Sein Werk oszilliert zwischen moderner Historienmalerei und realistischer, gebrochener, romantischer Stimmungsmalerei. Seit 10 Jahren entwickelt Köppel den Personalstil des Neokubismus, mit dem er die Ausdrucksmöglichkeit gegenständiger Kunst erweitert.